So, was haben wir denn jetzt? Slavia Prag gegen Barcelona. So, was haben wir denn jetzt? Und Slavia Prag draußen habe ich halt gegen. 6er Tische gemacht. Ja. Und draußen habe ich halt Zwei? 6er Zweier Tische Tische oder gemacht. so? Und 2er Tische oder so. Aber es gibt halt Leute, das glaubt man nicht. Es gibt Corona seit Aber es gibt halt einen, Leute. eineinhalb Jahre jetzt Es fast gibt schon, Corona seit ne? Ja, okay, du bekommst was eineinhalb mit Jahren jetzt fast davon, schon. du weißt sicher nicht alle Regeln und Okay, so. du bekommst was Aber du mit bekommst davon, so du ungefähr weißt mit, sicher dass nicht ab alle 19 Regeln was und so. öffnet oder so irgendwas, Aber du ja? bekommst so Vor allem, ungefähr da ändern mit, sich dass ja ab immer 19 dauernd die was Regeln. öffnet oder so Ja, irgendwas, und ja? es gibt aber Leute, Vor allem, da ändern die sich ja immer kommen. dauernd die Regeln. Ja, und es gibt aber Leute, Und und vor allem, fragen, warum kann ich nicht hier essen? Warum und muss ich fragen, das warum kann mitnehmen? ich nicht hier essen? Das ist Ah, eigentlich ihr mal habt's, oft. Wo ihr lebt habt's ihr? Takeaway angeboten. Ja, Das ist ja. eigentlich mal oft. Wo lebt ihr? Ihr habt's Takeaway Seitdem wir Billa angeboten. Plus sind, machen wir Ja, Takeaway. ja. Ah. Seitdem wir Billa Plus sind, machen wir Takeaway. Warum auch immer. El Dass Bambino Billa aus gut der dasteht. Punto Und jetzt steigen wir morgen halt um. Aber es hat Leute gegeben, so viele. Und jetzt steigen wir morgen halt um. Die wollten das da essen. Warum? Warum muss ich das mitnehmen? Die wollten das da essen. Weil es gibt kein Corona. Warum muss ich das mitnehmen? Weil es gibt kein Corona. Oder der erste war da einer. Er kommt, bestellt was. Der erste war da einer. Er schaut dazu, wie ich das mit Skier und so alles geht, ja? Ich sage, er soll dann bitte weitergehen zur Kasse zum Kollegen. Alter. Und er fängt auf einmal vorne bei der Kasse so an. Wie mein Kollege das sagt, er gibt, er wollte es eigentlich da essen. Und so, na, das ist nur zum Mitnehmen. Und so, aber er weiß nichts, er wohnt in Thailand. Er ist jetzt mal Besuch eine Woche da. Er weiß auch nicht, warum haben wir Masken. Diese Maske, immer muss ich Maske tragen, ich kenne mich nicht aus. Da hat mich einer angeschrien, dass ich keine Maske habe. Ah, keine Maske habe. Ich wollte einkaufen gehen, ich sage, alles zu. Ich bin eine Woche auf Urlaub hier in Wien. Alles zu. Boah, nein. Oh. Das war auch einmal so geil. Das ist jetzt ein anderes Thema, ja, aber hat er da? War einer beim Mediamarkt oder Saturn oder so und hat gebrauchte DVDs zurückgebracht, ja. Und das waren so Kriegsdokus. Und er hat es zurückgebracht mit dem Spruch: Ja, das entspricht nicht den Tatsachen von damals. Es war nicht so. Die haben mir das echt zurückgenommen. Oh mein Gott. Das war meine normale Doku. Oh mein Weißt du? Das war meine normale Doku. Ja gut, das ist so wie dieses Diskutieren bei uns. Ich bin ja sehr gut mit meinem Marktstellvertreter. Und er sagt auch oft, ich gehe das so am Arsch. Ich bin sicher 2 bis 3 Mal am Tag vorgerufen zur Kasse. Weil einer statt Haushaltsmenge 5, 6 nimmt. Also. Ja. Und er hat auch keine Lust mit dem zu diskutieren jetzt eine halbe Stunde. Und er sagt, okay, aus dem Fahrzeug. Ja. Ja. Am Anfang hat er es gemacht, aber irgendwann geht das vom Arsch. Ja, bevor ich mit ihnen diskutiere, 100 Stunden lang. Aber ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Dead Rising 3 war das. Das ist mit der Xbox One rausgekommen. Das hat ein. Ich weiß gar nicht, was von Lanz war das war. Aber irgendwas Asiatisches. Weiß ich nicht. Der hat das gespielt und hat. Weiß ich nicht, wie viele Leute getötet. Wie viel gibt's aus der Welt? Leute getötet. Boah, viel. Das ist gar nicht. Milliarden, oder? Sind wir? Ja, schon. Ja. Weiß ich, er hat auf jeden Fall mehr als es Leute gibt auf der Welt getötet, Zombies. Aha. Und er hat dann den Hersteller Capcom verklagt, weil es könnten eigentlich keine Zombies mehr sein, weil es gibt nicht mehr so viele Leute. Das ist so gut. Und ich hatte damals in der Advising 1200 Zombie-Kills und dachte mir so, okay, krass, man muss ein bisschen gespielt haben. Aber Hauptsache verklagt hier den Hersteller, weil er hat die Menschheit ausgerottet. Aber Hauptsache verklagt hier den Hersteller, weil er hat die Menschheit ausgerottet. Und schon lustige Geschichten. Bei irgendeinem Zombie-Teil in Call of Duty war das auch so. Da hat einer den Hersteller, also Activision, verklagt,
weil die Zombies durch die Erde kommen sie ja hoch, ja, aber es ist kein Loch dort. Und da kommen immer wieder welche. Und das schadet der Mensch, das gegen die Menschenrechte oder irgend so was komisches, unkurioses war das. Denk mal, wenn man was Leute gibt. Was sagst du, komisch? Was? Was? Der war doch drin. Nein. Alter. What the fuck? Nein! Fick dich doch, Chiri! Alter, das eine will ich. Die eine Szene will ich sehen, Alter, in der Zeitlupe, Alter. Anklage gegen die Ehe raus. Bitte? Morgen Anklage gegen die Ehe. Aber weißt du, sagst Ehe? Du hast dir irgendwann einmal einen FIFA gewünscht zum Geburtstag, ja? Boah, das ist schwierig, ja. Da habe ich die Daniela aber schon gekannt. Und. Aber er hat das sogar gekauft. Bitte? Du hast das sogar gekauft dann. Das war noch Xbox 360 Zeiten. Boah, dann weiß ich nicht. Und. Na egal. Zum Geburtstag, du wolltest das. Und. Nein. Snyder. Und wir sind gefahren, weil es nur mehr noch in dem Markt angeblich gegeben hat, Mediamarkt. Damals noch nichts Amazon so wirklich. Ja, ja. Sind wir nach Hütteldorf gefahren zu dem extra. Kenn ich gar nicht. Das ist Hütteldorf Mediamarkt. Also nicht genau Hütteldorf, sondern 13er Bezirk so. Ah, okay. Also nicht genau Hütteldorf, sondern 13. Und weil es angeblich dort welche gibt. Und gehe ich dorthin, kein einziges Stück dort. Laut Online-Dings hat es aber gegeben. Fangt es auf einmal an. Ja, es müssen eigentlich 20 Stück da sein. Habe ich und wo sind denn die? Na, wahrscheinlich sind die alle gestohlen worden. 20 Stück. Und ich, okay. 20 Stück. Und ich, okay. Naja, ich weiß nicht, ob Flo das weiß, aber mein erstes FIFA habe ich von Leute bekommen. Echt, das weiß ich nicht einmal mehr. Das weiß ich. Das war FIFA 06, also noch so Legends war. Das weiß ich halt, was die durch Fotos. Ah, okay. Nachdem das 506 mein erstes war, was ich hab, ich werde keins verkauft haben. Hätte Norbert das gewusst, hätte er erst später eins gekauft. Mein erstes war FIFA 94. Oh, Snyder heute stark. Verstehst? Und der eine Treffer hat vorher nicht gezählt, Alter. Der war genauso im Tor, finde ich. Muss ich mir echt anschauen. Jedes Mal bei deinem Namen muss ich lachen. Jedes Mal, wenn ich Fred sehe, ja, mein Mate. Aha. Jedes Mal. Scheiß Name frage ich. Jedes Mal kommt mir das in den Kopf. Fred Feuerstein. Ja, Fred Feuerstein. Aber es ist ja nicht so meins gewesen. Ja. Ich habe damals nie verstanden, warum wir mit Füßen gehen. Im Fahrzeug. Nie. War nichts. Ich meine, jetzt weiß ich es warum, aber. Ich hab's damals nicht verstanden. Nos comentan desde la oficina de objetos perdidos.
Unidos, que les acaba de llegar una sudadera azul con capucha. Repetimos, una sudadera azul con capucha. Scheiße, schade. Schön raus, Zunge. Scheiße, schade. Dann war das Kaka, oder? Jupp, Kaka. Aber dann erstmal das schön raus, Zunge. Na, ich dachte, dass er da rausgeht. Darum habe ich zum Kaka abpasst noch. Weil das doch schon ein bisschen knapp war. Aber es ist die Dame, der denkt nicht. Gehört von Lenglet. Nein. War das Lenglet, der sich jetzt der spanische Staatsbürgerschaft jetzt annimmt? Laporte. Ah, Laporte war das, okay. Laporte. Fail. Aber ja, was habe ich gehört? Dass er bei der EM spielen kann. Und Frankreich will ja nicht nur mit ihm. Dass er bei der EM spielen kann. Und Spanien schon? Keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht, spielt Piqué noch Nationalmannschaft, ja, oder? Oh. Gute Frage. Weil Ter Stegen fällt ja für Deutschland schon aus. Mhm. Habe ich auch gelesen, ja. Ibrahimovic fällt aus. Ja. Ibrahimovic? Ja. Echte Feld. Hat er sich verletzt? Ja, man muss am Knie operiert werden. Oh fuck. Dabei wollte er so unbedingt teilnehmen. Ja. Oh fuck. Und Reus hat abgesagt schon. Freiwillig. Reus hat gesagt, ja. Der ist ja auch immer verletzt. Er will sich nach so einer Anstrengung ist so auf seine neue Meisterschaft. Aber noch irgendwelche habe ich schon gelesen. Da gibt es viele. Zaniolo, genau, Zaniolo. Mhm. Hat auch schon den Kreuzbandriss. Und ich weiß nicht, wie der Dings heißt. Was heißt denn da? War denn dumm? Wer? Van Dijk. Ah. War auch schon abgesagt. Van Dijk. Jetzt ist ja auf die Mannschaft fokussieren. Oh. Boah, starker Pass. Hoppala. Schön. Gebiete, Alter. Nein, ich hab's mir fast gedacht. Messi für Barcelona. Nein. Oh, ja. Hab ich nicht mehr zurückziehen können.
Stark! Walk! Er drückt auf die Turbe. Oh, das ist nicht so stark. Nein. Oh, Chris. Das war ein Kack. Ah. Ah, genau. Ah, hier. Ah. Aha. Jo. Wir sollten mal Ohrwurmliste machen.